frei bei Selbstversorgung, modern und einfach. Zurzeit ist es nicht so einfach. Wir haben jetzt Anfang August und ich bin jetzt hier um 15 Uhr circa rausgegangen in den Garten. Es ist eine extreme Hitze. Die Pflanzen lassen die Köpfe hängen und zur gleichen Zeit ist es so, dass wir einfach den massiven Wassermangel haben und es wird bedenklich im Garten, es wird sehr, sehr schwierig. Und ich habe eben gerade eine Messung gemacht. Wir haben auf dem Boden über 50 Grad. Mein Thermometer geht nicht weiter. Ich schätze mal, dass auf dem Boden über 60 Grad sind. Und unter diesen Bedingungen wachsen natürlich dann die Pflanzen sehr, sehr schlecht. Und zum Beispiel die Kohlpflanzen, fangen dann an, schwächer zu werden. Das Immunsystem versagt, weil diese Kombination hohe Temperatur und der Wassermangel und Pflanzen, die nicht an diese Temperaturen angepasst sind, das haut dann irgendwann nicht mehr hin, dann sind irgendwann die Grenzen erreicht. Ähnlich ist es beim Kürbis. Der fängt jetzt so langsam an den Blättern schimmelig zu werden, obwohl die Luft total trocken ist. Und mal gucken, wie sich das weiterentwickelt in diesem Jahr. Ich habe mir den Wetterbericht angeschaut und das sieht in dieser Hinsicht sehr, sehr traurig aus. Wir werden während der nächsten 16 Tage noch höhere Temperaturen als heute bekommen und macht nicht so richtig Spaß, sage ich mal. Ich versuche dieser Trockenheit zu begegnen, indem ich bestimmte Pflanzenkulturen nur noch gieße, alle 2 Tage vielleicht, zum Beispiel ist jetzt die Erntezeit der Gurken, die bekommen doch jeden Abend einen Guss mit 2 Kannen Gießkannen voll, also Wasser. Und da kann ich dann auch was ernten. Die Tomaten im Gewächshaus wachsen weiterhin sehr gut, auch die werden jeden Abend gegossen. Der Mais, der wird gegossen und die Buschbohnen. Eigentlich wollte ich ja bei den Buschbohnen zukünftig noch was pflanzen, aber wenn die beerntet sind und geerntet sind, glaube ich, dass ich da erstmal nichts mehr pflanzen kann, weil die Erde einfach zu trocken ist. Das hat dann keinen Sinn und wird dann doch zu aufwendig. Ja, letztes Jahr voll der Regen, 6 Monate Regen, man glaubt es nicht. Und dieses Jahr voll die Hitze, die Wärme und der Wassermangel. Inzwischen sind es 4,5 Monate, dass es nicht mehr richtig geregnet hat. Und wir hatten einmal ein Gewitter, da hat es für 10 Minuten geregnet und ich habe nachgeschaut, die Erde, die war dann so ein Stückchen oben befeuchtet. Ich wundere mich, dass die Pflanzen dennoch einigermaßen okay aussehen und dass es so einigermaßen geht. Mal gucken, wenn es nicht bald regnet, dann vertrocknet hier dann doch alles. Sommer 2018 und ihr seht, Selbstversorgung. Haut gut hin, wenn das Wetter stimmt. Aber dieses Jahr ist mal wieder ein sehr, sehr schwieriges Jahr. Aber jetzt von der anderen Seite. Nicht zu viel Regen, sondern überhaupt gar kein Regen mehr. Geil, macht Spaß. So, jetzt habe ich es mal rausgelassen. Fuck. Okay, ihr seht, es ist nicht ganz immer so einfach. Ich versuche das Beste draus zu machen. Und dann schauen wir mal. Bis dann. Ich möchte euch noch mal einen kleinen Überblick geben, wie ich mit dem Thema Wasser umgehe zurzeit. Ich gieße wenig, abends natürlich nur. Und ich zeige euch mal, was für eine Ausrüstung ich habe, wenn man davon sprechen kann. Und wie es dann hier so aussieht. Hier habe ich einen Behälter, der 1000 Liter fasst. Da kann ich das Wasser ablassen. Das wird dann hier in diesem Bottich aufgefangen und mit den Gießkannen transportiere ich das dann zu Fuß Richtung Garten, so dass ich die Wassergaben auch besser dosieren kann. Das geschieht jeden Abend, je nach Bedarf der Pflanzen. Dieser Wasserkanister, der 1000 Liter fasst, der ist angeschlossen an ein Rohrsystem, das letztendlich das Regenwasser vom Garagendach einfängt. Des Weiteren habe ich 2 200-Liter-Fässer. Dieses hier ist leer. Auch die sind angeschlossen an das Dach der Garage. Hier oben habt ihr die
Regenrinne und da tropft es dann hinein. Aber dieses Fass ist natürlich schon sehr, sehr lange leer. Hier steht das zweite Fass. Da ist noch Wasser drin. Da sieht man dann auch schon die kleinen Mückenlarven. Könnt ihr das sehen? Da tropft es hier runter. Das ist das Dach von meiner Hütte. Da fange ich das Wasser auf und das soll hier reintropfen. Ja, ich habe diese drei Behälter, einen 1000 Liter Behälter, zwei Fässer mit jeweils 200 Litern Fassungsvermögen. Diese habe ich jetzt dreimal in diesem Jahr aufgefüllt, in dieser Wachstumsperiode. Ich versuche sehr, sehr sparsam mit dem Wasser umzugehen. Neue Pflanzen, die ich setze, pflanze ich mit dieser Einschlemmmethode, die ich euch im letzten Video gezeigt habe. Und noch geht es einigermaßen, aber ich merke, die Pflanzen machen jetzt langsam aber sicher die Grätsche. Hier hinter mir seht ihr die Sonnenblumen, die sind Gott sei Dank nicht so stark betroffen und können wahrscheinlich auch diese Trockenheit ein bisschen besser ab, fühlen sich relativ wohl, aber es gibt doch viele Pflanzen, die sehr, sehr darunter leiden. Gott sei Dank habe ich die Kartoffeln den größten Teil schon ernten können, so dass ich mit diesem Thema durch bin. Ich versuche mich jetzt mit dem Gießen auf die Kulturen zu konzentrieren, von denen ich mir dann auch noch eine gute Ernte erhoffe, zum Beispiel den Mais, den Kürbis teilweise. Die Buschbohnen werden jetzt zwei, dreimal nochmal gegossen, dann wird die letzte Ernte gemacht und dann kommen die auch weg. Und es ist natürlich problematisch, wenn ich darüber nachdenke, dann neu Pflanzen zu setzen. Da bin ich sehr genau im Überlegen, ob ich das noch mache oder nicht. Denn, wie gesagt schon, für die nächsten 16 Tage ist wiederum kein Regen angesagt. Die Temperaturen sollen nochmal steigen. Wir haben jetzt 28, 30 Grad. Hier jetzt, heute angesagt, und nächste Woche sollen es 36 Grad im Schatten werden. Und dann ist natürlich, da braucht man nichts mehr pflanzen. Oder man muss sich sehr drum kümmern. Ich will euch noch mal kurz zeigen, was ich noch mache, um die Sache ein bisschen zu lindern, soweit es überhaupt geht. Hier sind einige Maispflanzen und die werden abendlich gegossen. Jeden zweiten, jeden dritten Abend, je nach Bedarf. Und ihr könnt hier unten den Wurzelbereich sehen. Und hier habe ich die Erde einmal ringsherum so leicht weggemacht, so dass sich die Flüssigkeit, die sich hier sammelt, dann abends um die Pflanze herum sammelt. Jetzt mal Wasser geholt. Und hier könnt ihr das sehen. Ich nehme mal die trockenen Blätter weg und gieße jetzt mal in diese Mulde um den Mais herum Wasser ein. So, und dann steht das Wasser direkt um die Pflanze herum und zieht langsam ein, ohne dass es in weitere andere Bereiche hineinfließt. Und dadurch erfolgt eine Konzentration am Ort der Wurzel der Pflanze selber. Eine optimale Nutzung. Was man hier schon sehen kann, ist, wie lange das Wasser doch braucht, um letztendlich durch den Boden durchzusickern. Das ist eine Technik, mit der ich die Pflanzen versorge und die Versorgung halt versuche wirklich zu zentralisieren und dadurch sparsameren Verbrauch zu erreichen. Die andere Technik, um Pflanzen zu helfen, gerade Jungpflanzen, besteht darin, diese Gemüseschutznetze zu verwenden, um ihnen einen gewissen Schutz vor der enormen Sonneneinstrahlung zu geben. Damit habe ich bisher ganz gute Erfahrungen gemacht. Und ihr seht hier zum Beispiel in der Mitte des Tages vollkommene Sonnenhitze. Und da haben wir hier einen Salat der Sorte Attractive, auch dort. Und dadurch wird der Einfluss der Sonne ein bisschen gemindert und abgepuffert. Hier könnt ihr das auch nochmal sehen. Dort standen die Kartoffeln. Und auch hier ist der Salat, hier die Endivien, hier der Salat und hier nochmals Endivien. Das ist die zweite Technik, mit der ich das versuche ein bisschen zu lindern. Und die dritte Technik findet Anwendung im Gewächshaus. Ihr seht hier die Tomaten. Die wachsen recht schön soweit. Mal gucken, ob wir auf die andere Seite gehen. Das hier sind Tomaten aus einer selbstgezogenen Pflanze von einer Frucht, die ich aus dem Supermarkt geholt hatte im Frühjahr. Die sehen sehr gut aus
Und die Tomaten bei mir werden nur einmal am Tag gegossen, nämlich abends. Und um die Verdunstung am Boden zu verringern, habe ich hier eine Schicht Grasmulch angebracht. Damit geht das einigermaßen. Ansonsten denke ich, wäre die Verdunstung derart hoch, dass man hier kaum mehr was ernten würde und wirklich eine Dauerbewässerung einsetzen müsste. Und da erstmal habe ich gar nicht das ganze Wasser und ich möchte das auch nicht. Hier seht ihr kleinere und dahin sind auch viele. Ups. Aber ich habe noch keine roten. Hier sind größere. Ich habe noch keine roten, weil ich auch ziemlich spät im Jahr mit den Tomaten angefangen habe. Und ich habe sie ja auch selber gezogen und nicht vorgezogen, sondern nur hier im Gewächshaus. So bin ich mit den Tomaten recht zufrieden. Es wuchert so vor sich hin. Und ja, da oben sind auch sehr schöne. Es sind einige dabei. Hier seht ihr zum Beispiel eine ehemals sehr, sehr schöne Kürbispflanze. Die gibt inzwischen langsam aber sicher den Geist auf. Ich versuche sie noch sporadisch hier in der Mitte zu gießen. Die Hokkaido-Kürbisse liegen hier schon Seite an Seite quasi. Da hinten auch hier ein wunderschöner. Hier sind weitere. Und was man sieht ist, die Blätter bekommen hier einen leichten Schimmelbelag. Und werden dann natürlich im Laufe der Zeit vergehen. Und mal schauen. Irgendwann wird es so sein, dass die Pflanze vielleicht doch dann ihren Geist aufgibt, vertrocknet bei diesen enormen Stressbedingungen. Und dann werde ich den Kürbis ernten, der da ist, versuchen einzulagern. Und ja, ich bin das anders gewohnt, denn normalerweise gießt es genug. Die Pflanzen sind dann kräftiger und widerstandsfähiger, haben dann nicht so ein schwaches Immunsystem, das ihnen dann nicht mehr erlaubt, gegen diese Krankheiten anzugehen. Und ja, ist ein bisschen enttäuschend immer, wenn der Anfang so gut ist und dann durch die Witterung halt so oder so bedingt immer wieder dann diese Probleme auftreten und auftauchen. Da hinten ist ein Kürbis schön, da ist einer, es sind viele, viele. Und ich hoffe, dass ich die noch durchkriege und dann noch ernten kann. Hier im Hintergrund seht ihr den Hafer, der ist fast erntebereit. Gott sei Dank brauche ich den nicht zu gießen und auch nicht den Weizen, denn das Getreide befindet sich in der Reifungsphase. Da muss nicht mehr gegossen werden, sonst wüsste ich gar nicht, wie ich das machen sollte. Und das waren die drei Techniken oder vier Techniken, die ich benutze, um besser mit dem Wasser umgehen zu können. Das war einmal die konzentrierte Verabreichung von Wasser an den Wurzeln, der zum Beispiel Maispflanzen. Dann die Einschlemmtechnik, um Pflanzen anzusetzen oder einzusetzen, neue Pflanzen. Und das Mulchen im Tomatengewächshaus. Ja, und so versuche ich mich eigentlich rüber zu hangeln in hoffentlich eine Zeit, die ein bisschen mehr Regen bringen wird. Ansonsten werden natürlich die Pflanzen irgendwann vergehen und dann hat man auch keine Chance mehr. Ne? Und manchmal ist es auch egal, was man macht. Bei Kohlpflanzen, die können diese Temperaturen einfach nicht ertragen, die schwächeln. Den Kürbis habe ich euch gezeigt, das sieht nicht gut aus. Aber so ist es. Mit diesen Variationen des Klimas hat man halt zu kämpfen. Es ist schade, denn so habe ich das hier noch nie erlebt. Ich glaube, Gesamtdeutschland wahrscheinlich noch nie. Wir haben inzwischen tatsächlich 4,5 Monate eigentlich kein Regen. Schade. Ich habe mir das anders vorgestellt dieses Jahr. Nicht so krass, ne? Auf der einen Seite freut man sich natürlich über einen schönen Sommer, aber so ein Hammerding. Wir haben teilweise Temperaturen, die sind höher als in Afrika und parallel dazu einfach einen absoluten Wassermangel. That's it. Gut. Ich hoffe, vielleicht geht es bei euch ein bisschen besser. Ich will mich auch nicht zu groß beklagen, aber es könnte besser sein. Aber so ist es halt. Punkt. So, und damit ihr seht, dass ich euch nichts vom Pferd erzähle,
Hier ist ein Thermometer, das zeigt im Schatten jetzt 30, 32 Grad an. Und ich lege das jetzt mal hier hin und in ein paar Minuten gehen wir nochmal hin. Zurzeit ist gerade eine Wolke vor der Sonne, sodass es doch ein bisschen schattiger ist. Aber gleich wird die Temperatur, guck, da steigt sie schon, bei über 50 Grad sein. So war es zumindest vorhin. Schauen wir mal, jetzt kommt die Sonne ein bisschen stärker. Ich zeige euch gleich das Resultat. Hier könnt ihr dann sehen, dass die 50 Grad jetzt überschritten sind. Ich weiß nicht, weiter reicht das Thermometer nicht. Und wenn man dann bedenkt, dass die Pflanzen auf solch einem Boden dann noch wachsen sollen, dann fragt man sich schon, wie machen die das? Also ich schätze mal, die Temperatur hier geht wahrscheinlich auf 60 Grad, wenn nicht noch höher, wenn die Sonne richtig drauf knallt. Guck mal, da seht ihr, geht höher und höher und irgendwann zählt der Zeiger dann auch nicht mehr, geht nicht mehr weiter sozusagen. Ja, weiter geht's nicht mehr. Ihr seht den Zeiger, der ist hier auf der Mitte zur Null hier oben und weiter kann er nicht mehr. Das sind dann 55, 57 Grad, Tendenz steigend. Das war's aus meinem Garten zu dem Thema Wassermanagement und Dürre. Das ist ganz schön heftig, sage ich euch. Wahrscheinlich ist es bei euch ähnlich. Schlechtes Jahr für Gärtner. Mal wieder. Mann, Mann, Mann. Wann mag das wohl besser werden? Keine Ahnung. Ich versuche geduldig zu bleiben und zu hoffen, dass irgendwann mal wieder Regen kommt. Und wenn er kommt, dann wird er wahrscheinlich so stark kommen, dass er den ganzen fruchtbaren Boden wegschwemmt und dann wird es wochenlang in einem durchregnen. Klimawandel? Ich weiß es nicht. Normal ist es nicht. So, jetzt ist aber Schluss. Tschüss, alles Gute von Selbstversorgung, modern und einfach. Bye, bye.